Moin moin, liebe Freunde der nassen Schnüre. Ich bin mit dem Waldemar Merdian an der Grafenmühle verabredet zum Angeln. Und Waldemar hat sich heute was ausgedacht, wo ich heute gespannt zuhören werde. Ich werde heute hinter der Kamera aktiv sein, Waldemar vor der Kamera. Und Waldemar, erzähl mal, was hast du mitgebracht, was willst du den Leuten heute zeigen? Ja, also heute wird es ein bisschen schwieriger. Grafenmühle, wenn ihr das Gewässer kennt, wisst ihr, der ist sehr, sehr groß, der See, ne? Das bedeutet für uns natürlich zum einen erstmal gucken, wo sind die Fische überhaupt, und zum zweiten kommen wir auch an die Fische dran. Das heißt, wir werden heute mal so ja, die normalen Montagen durchgehen, so im Nahbereich, Schwimmer etc. pp. Ne, wir werden aber auch heute mal etwas weiter rauswerfen müssen, und da werden wir uns dann, ich sag mal, mit schwimmenden Spiros vielleicht beschäftigen, so dass wir halt wirklich an die Fische kommen. Man sieht ja auch schon ein paar Goldis tümbeln da rum. Ja, ne? Zwischendurch mal am Ufer, aber zwischendurch mal auch ganz weit in der Mitte des Gewässers. Genau. Da kommt so eine Weitwurfmontage auf jeden Fall ideal in Frage. Richtig. Und Wir probieren einfach mal und gucken mal, was so geht. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei und hoffen aber auch, dass wir ein paar Fische fangen. Ne? Das war das Wort zum Sonntag, Waldemar. Wir starten jetzt, gucken, was wir ans Band bekommen. Viel Spaß. Guck dir das an. Das ist so schwierig, also man sieht sogar tatsächlich, wenn man die Goldis anwirft, oder allgemein, wenn man die überhaupt anwirft, die kommen voll hinterher, wenn man den Köder ein bisschen aggressiver führt, lässt man dann nur ein bisschen von der Köderführung nach. Drehen die einfach ab. Also das ist der Hammer. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass die sogar schon den Spoon wirklich schon im Maul hatten, aber einfach das Maul nicht zugemacht hat. Ja, und so kann es natürlich keinen Haken setzen, deswegen weitermachen. Wir probieren es einfach. Den allerersten Fisch auf wirklich eine Weitwurfmontage. Warum? Ja, wir finden sie eigentlich nicht hier vorne am Ufer, sondern die sind wirklich weit, weit draußen. Ihr seht ja hier schön schwimmenden Spiro, Pilotkugel, unten zwei Bienenmaden, und hat funktioniert. Also es war schon gut, dass ich mal eben schnell die zweite Rute rausgeholt habe und die wirklich nach draußen gepfeffert habe. So, dann gucken wir mal, ob wir den auch noch bekommen. Und da ist er. Jawohl. Genau die richtige Größe. Ich mache mal fertig und zeige euch den mal. Wie gesagt, schwimmenden Spiro, ganz, ganz weit raus. Wir sehen zwar Goldforellen vor uns rumschwimmen, aber die sind so zickig. Die gehen im Köder hinterher, drehen kurz davor ab, und deswegen, also wir haben es jetzt mal auf weit probiert, und ja, weit hat ja bis jetzt schon mal den ersten Fisch gebracht. Deswegen, ich montiere mal neue zwei Bienenmaden drauf und dann raus mit dem Ganzen, und dann hoffen wir mal, dass es funktioniert. Ne? Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu meiner ersten Montage, mit der ich heute aktiv unterwegs bin. Halt mit dem Schwimmer. Ne? Ich glaube, das haben wir euch schon so häufig gezeigt. Vielleicht noch mal ganz kurz. Halt der Schwimmer selber oben. Dann halt ein Dreifach, also ein Blei, ein Durchlaufblei. Ein Dreifachwirbel, ein langes Vorfach, das auch noch mal mit einem kleinen Blei halt versehen ist, um dann die tatsächliche Höhe zu variieren. Das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, das denke ich mal, haben wir in jedem Video bis jetzt vorgestellt. Das wird sonst langsam langweilig. Aber jetzt kommen wir im Endeffekt zu der Montage, die mir heute schon Fisch gebracht hat. Und ich denke mal, das wird heute auch die Montage sein, wenn da was geht, dass da noch was drauf beißen wird. Und zwar ist das der schwimmende Spiro. Und ganz weit mit dem Ganzen nach draußen. Warum? Kann ich euch erklären. Wir sehen auch hier vorne Fische, überall schwimmen Goldforellen rum. Ja, die schwimmen halt rum. Ab und zu mal verfolgen sie den Köder, das war's. Was weiter draußen? Dann kommen immer wieder kleinere Schwärme von kleineren Fischen, die sind doch etwas aktiver, und die versuchen wir halt zu beangeln, und das erkläre ich euch jetzt wie. Einen schwimmenden Spirulino. So, ich habe jetzt hier einen 10 Gramm Spiro, damit ich auch gut rauskomme. Ne? Ihr erkennt das meistens an der milchigen Farbe, dass die halt schwimmend sind, ansonsten steht es auch noch mal drauf gedruckt. Ja, dann ganz wichtig, hier ist es wirklich elementar wichtig, einen kleinen Stopper aus Gummi, so ein Silikonstopper. Der ist dazu da halt einfach, dass der Spiro mir nicht beim Fliegen und dann beim Dagegenklatschen, dass ja, ich sag mal, den Knoten von der Hauptschnur zerstört. Ne? Dann habe ich auch hier ja einen Fünffachwirbel, einfach aus dem Grund, wenn ich ziemlich schnell einkurbel, dreht sich das Ganze auch wie Sau, und ja, damit ich dann nachher nicht so ein verquirltes Vorfach habe, habe ich hier auch meinen Fünffachwirbel, aber der hat eigentlich so fast gar keine
ja, fast gar keinen Sinn, außer halt um den Drall aus dem Vorfach zu nehmen. Dann ein 2 Meter langes Vorfach habe ich hier drauf. Und auf diesem 2 Meter langen Vorfach habe ich unsere kleinen Pilotschwimmer. So, der Vorteil an diesen Pilotschwimmern ist einfach, der wird mit 2 Gummis befestigt. Zack, zack, ich zeige euch das mal. Diese 2 Gummis, die kann man auf jedes herkömmliche Vorfach drauf machen, indem man das einfach unten über den Haken drauf zieht. Und dann hat man halt diese 2 Gummis drauf. Und jetzt könnt ihr im Endeffekt, und da haben wir auch verschiedene Größen von unseren Pilotschwimmern, diesen einfach nur noch hier auf der einen Seite einführen, zack, auf der zweiten Seite einführen. Hier ist eine kleine Kerbe, da kommt die Schnur rein, zack. Ihr zieht euch das Ganze auf die gewünschte Höhe. Bei uns ist es heute relativ flach, wie ihr seht, ne? Und dann habe ich natürlich da unten als Köder, habe ich jetzt mal 2 Bienenmaden. Ansonsten habe ich vorhin auch mal unsere Camola probiert. Die sinkt nämlich auch schön langsam ab, hat auch ein bisschen Geschmack. Also wirklich, da könnt ihr jetzt alles ausprobieren, was ihr so habt. Auch mal so ein kleines Stückchen Dendrobena oder Tauwurm oder was auch immer. Oder Lachseier. Ja, und dann halt beim Auswerfen ist es ganz, ganz wichtig, weil ich höre halt immer wieder, dass die Leute sagen, ja, ich werfe das Ganze aus, es verheddert sich aber und die Montage kommt nie richtig zum Liegen. Da kommt ein Tipp von mir. Die Montage wirklich mit Wucht rauswerfen und dann, bevor das Ganze aufs Wasser auftritt, müsst ihr mit dem Finger die Schnur abbremsen, damit sich das gesamte Vorfach nach vorne hin streckt und erst dann landet. Und wenn ihr das ein bisschen übt und das hinbekommt, dann kriegt ihr den Spiro eigentlich fast an jeder Ecke des Sees, ohne dass die Montage vertüttelt ist und immer fangfähig ist. So, ich schmeiß mal aus und wir gucken mal, ob wir vielleicht noch eine damit fangen können. So, und bevor das Ganze auftritt, zack, einmal abgebremst. So, das Vorfach hat sich schön gestreckt. Der Spiro ist vorne, das Ganze liegt sauber im Wasser. Ich kann mir zu 100% sicher sein, da ist nichts vertüddelt. Wir machen natürlich auch hier immer die Bremse ein bisschen auf, weil das kann manchmal sehr überraschend kommen, dass dann auf einmal der Pilot runtergeht, Fisch ist drauf und bevor ihr reagieren könnt, deswegen auch hier immer ein bisschen auf. Und ja, dann hoffen wir mal, dass das Ganze jetzt funktioniert. Und in der Zwischenzeit werde ich halt versuchen, mit dem Schwimmerchen so vorne ein bisschen im Nahbereich vielleicht doch noch so eine goldene zu überlisten. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, Leute, da ist mir doch eine Goldie eingestiegen. Ich sagte euch, ich habe die ganze Zeit beackert, ich konnte es nicht sein lassen. Und da ist sie. Und die gibt mächtig Dampf. Und ich habe halt ein Problem, weil ich weiß, dass die so verdammt spitz gebissen haben, muss ich wirklich ganz, ganz vorsichtig drehen. So. Ich begebe mich mal schon mal langsam. Oh, ein bisschen bremsen, ihr seht, ich mache das immer so ein bisschen mit dem Finger. Dann gehen wir mal langsam runter und schauen mal, ob wir das goldige Stück auch gekeschert bekommen. Aber ich denke mal, das wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt versuchen wir sie mal ranzuführen. Komm, Schätzchen, komm. Komm zum Papi, komm. Komm, ich tue dir doch nichts. Dir wird es danach gut gehen. Komm, und wir haben sie. Jawohl, Leute, ihr merkt, immer am Ball bleiben, ja, trotz, ich sag mal, so vieler Fehlversuche konnte ich jetzt eine fangen. Geil, ich freue mich. Ich mache sie eben fertig, ich zeige sie euch sofort und dann könnt ihr euch das schöne Stück mal anschauen. Geil. Ja, Leute, da ist sie. Ich sag ja, lange, lange an dem Tier geackert und dann doch endlich gefangen. Also wirklich sowas von spitz gebissen. Die nehmen den Köder nur kurz im Maul, machen das Maul kurz zu. Das ist eure Chance, wenn ihr die vertan habt. Ja, habt ihr die vertan. Und ich habe sie diesmal nicht vertan. Das heißt, der Fisch gehört mir. So, immer am Ball bleiben, immer weitermachen. Wir sehen uns gleich noch. So, Freunde der Sonne, unser Angeltag neigt sich langsam dem Ende zu. Waldemar, 2 wunderschöne Fische, einen richtigen Klopper in Gold und eine normale in Regenbogen. Ja, was würdest du für ein Resümee heute ziehen? Also ganz klar, wie immer, ich sag mal, mit allen Techniken vorgehen. Wir haben es ja gemerkt, ne? Genau. Wir haben ganz weit draußen nochmal eine gefangen. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir nicht umgebaut, hätten wir die Route nicht rausgeworfen, hätten wir nicht gekriegt.
So, der zweite halt im Nahbereich mit dem Schwimmer halt. Mhm. Das heißt trotzdem den Fischen immer hinterher. So, die sind wieder lang geschwommen, ich habe sie angeworfen, eine ist hinterhergegangen, bums. Ja, manchmal muss man den Fischen auch echt auf die Nerven gehen, so damit ist sie es, dann so ist beißen. Und immer dranbleiben. Wunderbar, ja. Uns bleibt nichts zu sagen, Waldemar, wir packen es jetzt, genau, fahren nach Hause. Genau, vielleicht noch ein paar Worte an euch, seid alle lieb zueinander. Richtig, das auch über auch Social mit. Media. Das ist echt benimmt auch. Euch, habt euch alle lieb, geht angeln, Leute, ja. So ist es. Haut rein, ciao, ciao. Ciao.